Grüß Gott allerseits. Edith Stein, die Patronin Europas und Karmelitin, hat für mich persönlich eine besondere Bedeutung, die ich anhand von drei Begriffen erläutern möchte. Sie war sehr kritisch, hat Grenzen sehr deutlich und stark erfahren und empfand dann bei Gott eine Geborgenheit, die sie uns auch weiter vermitteln möchte. Als Jugendliche und als Studentin übte sie mit großem Gewinn auch ihre Vernunft und ihr Kritischsein. Sie hinterfragte alles und, was an sich eine Tugend ist, konnte nur Dinge tun, mit vollem Herzen tun, die sie auch verstand und hinter denen sie auch stehen konnte. Deshalb hat sie auch den anfänglichen Glauben in der Familie eher verlassen, weil sie dann nicht mitgehen konnte. Das führte allerdings bei ihr zu einem Intellektualismus, könnten wir so sagen, zu einer gewissen Härte auch den Fehlern der anderen gegenüber. Dann im Laufe des Lebens erlebte sich starke und schmerzhafte Grenzen, schon im Studium, schon als junge Frau, dann später noch aufgrund ihrer Herkunft, ihrer jüdischen Herkunft, aufgrund auch ihres Frauseins, wichtige Frustrationen im Leben, wo sie dann endlich gemerkt hat, dass sie nicht alles erreichen konnte, was sie sich vorgenommen hatte. Eine menschliche Entwicklung, die wir bei ihr merken, die wo sich viele sicher wiederfinden können, auch viele der modernen Menschen, die sich damit rühmen, kritisch zu sein, die Vernunft an erster Stelle stellen vorzuwollen und die aber dann die eigenen Grenzen schmerzhaft erfahren. Wir können doch nicht alles mit der Vernunft lösen. In ihrer Bekehrung zu Gott, noch bevor sie richtig Christin und Katholikin wurde und schließlich Karmelitin, erfährt sie bei so viel Ungewissheit in ihrem Leben und bei so vielen Grenzen, die sie schmerzhaft erfahren durfte, eine große Geborgenheit beim Herrn. Das, was unsere heilige Teresa von Avila auch mit Freundschaft bezeichnet, diese Beziehung zu einem Gott, der uns liebt und der uns Frieden schenkt, auch in Augenblicken, wo wir es nicht erwarten. Es ist berührend, wie sie von dieser Geborgenheit in Gott spricht, auch bei ihren Kreuzerfahrungen, bei ihren Schriften über das Leiden, über die Hingabe und auch später bei ihrem Martyrium.